Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando, whatever you want. Und zwar mit dem Agando Fuego 3447i5 Vampiric für 1699,90 €, runtergesetzt von 1899,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist absoluter Fake. Also bis auf das Gehäuse stimmt hier eigentlich nichts. Ich glaube nicht, dass die eine Supreme-Karte da reinbauen, weil es steht sowieso beliebiger Hersteller dabei. Meistens nehmen die dann ein sehr günstiges Modell. Dazu kommt noch, es ist laut Liste ein Micro-ATX-Board verbaut. Hier wird ein Full-ATX gezeigt. Wir haben zwei RAM-Riegel, hier werden vier gezeigt. Es ist ein Luftkühler drin, hier wird eine Wasserkühlung gezeigt. Es ist ein BeQuiet-Netzteil drin, hier unten ist ein MSI-Netzteil drin. Also es stimmt hinten und vorne nicht. Der Gag an der ganzen Nummer ist, auf dem dritten Bild sieht man eben nur das Gehäuse. Und so wünsche ich mir das auch. Ist das denn so schwer, einfach nur das Gehäusebild zu nehmen? Weil der Kunde kauft ja auch teilweise nach Optik. Der sieht dann diese geile Kiste, sagt sich dann, boah geil, das will ich haben, das stelle ich mir schön hin. Will vielleicht sogar noch streamen, will das System ein bisschen zur Schau stellen im Stream. Und dann sieht es einfach nicht so aus. Es ist blöd, es ist einfach blöd. Wenn ihr jetzt ein Auto kauft, habt ihr ja auch eine grobe Vorstellung davon, wie das Ding aussieht. Bei den meisten steht dabei, zeigt Sonderausstattung. Ja, das ist mir klar. Aber ihr habt eine grobe Vorstellung. Aber hier stimmt ja einfach gar nichts. Bis auf das Gehäuse. Also das finde ich wirklich schade. Das müssen die auf jeden Fall ändern. Muss nicht sein. Kommen wir auch direkt zu den technischen Daten. Das Gehäuse ist ein MSI Gaming Tower Mac Vampiric 300R Black. Das bringt leider nur einen Lüfter hinten mit. Wenn wir uns das Bild anschauen, sind hier so ein paar Luftlöcher an der Seite, ja, und ein paar in der Front. Das ist okay. Habt ihr in der Front allerdings keine Lüfter, wird das sowieso ein bisschen eng. Hier ist auch keine Wasserkühlung drin, die das irgendwie raustransportieren könnte, sondern eben nur dieser eine Hecklüfter. Das ist Airflow-technisch auf jeden Fall nicht gut. Eine 4070 Ti macht ordentlich Abwärme. Der Prozessor jetzt nicht so, ja. Der hat auch einen komischen Kühler drauf, zeige ich euch gleich auch noch. Aber ich finde das wirklich ein bisschen grenzwertig, das Case. Wenn da jetzt genug Lüfter drin sind, könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert, aber so wie es jetzt halt hier angeboten wird, bei Agando nicht. Und das kostet 116 € bei Amazon. Das Netzteil ist ein BeQuiet System Power 10 850 Watt 80 plus Gold. Also erstmal 850 Watt reicht locker aus für das System. Ob ich jetzt unbedingt ein System Power nehmen würde, weiß ich nicht. Wenn ich mir ein BeQuiet Netzteil kaufe, ist es meistens Straight Power oder Pure Power. Die Dark Power müssen gar nicht sein. Aber System Power sind halt diese Billignetzteile für Systemintegratoren, die könnt ihr auch im freien Markt kaufen, ja. Aber die haben halt einen guten Einkaufspreis dafür. Es hat auch kein Kabelmanagement, kann euch irgendwo egal sein, ist mir klar. Die Kabel, die dann einfach überbleiben, werden unten ins Gehäuse gestopft, das seht ihr nicht. Ein modulares Netzteil wäre auch ganz nice gewesen. Und man muss sich halt vor Augen halten, es gibt eine PSU-Tierliste, da wird das Netzteil auch nur mit C angegeben. Es gibt dann A, B, C, es gibt auch A+ und sowas. Aber das ist ein C-Tier-Netzteil, ist jetzt nicht das Beste vom Besten, auch nicht das Schlechteste. Ich hätte ein anderes genommen. Das mit der Effizienz 80 plus Gold, ja, das ist ganz nett. Das sollte so ein Netzteil auch mitbringen in der Preisklasse, aber der Rest ist halt einfach billig, sagen wir es so mal, wie es ist. Und das kostet 102 € bei computeruniverse.net. Das Mainboard ist ein Gigabyte B760M DS3H DDR4. Ist es nicht wunderschön? Ja, ne, finde ich auch. Nein, bei einem 1700 € System muss erstmal ein Full-ATX-Board reinwandern, meiner Meinung nach. Es sei denn, ihr wollt wirklich Mini-ITX oder so bauen. Gar kein Problem, aber wir haben hier ein Full-ATX-Case mit einem Micro-ATX-Mainboard. Die Grafikkarte kostet roundabout zwischen 800 und 900 €, der Prozessor dürfte so um die 200 kosten. Und dann wird so ein billiges Board da reingeklatscht. Das hat ja nicht nur was mit der Optik zu tun. Es geht ja auch um die Anschlüsse, die hinten an dem Mainboard sind. Eben auch um die gekühlten Spannungswandler, die hier einfach nicht vorhanden sind, nur auf dieser Seite. Immerhin haben wir vier RAM-Bänke, können zwei SSDs verbauen, hier kommt die Grafikkarte rein und hier könnt ihr vielleicht ein Slot benutzen, weil der Kühler den Rest überdeckt. Da könnt ihr dann noch eine WLAN-Karte oder eine USB-Erweiterungskarte reinschmeißen, dann ist aber auch Schluss mit dem Ding. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörerlein, Innen-Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, USB Typ C ist mit am Start. Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen, das ist ein 13400F. Das F bedeutet, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht das Bild sowieso über die 4070 Ti, aber die Anschlüsse braucht ihr halt nicht. Zweimal USB 2.0 ist auch noch mit am Start und PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist halt wieder
um teure Komponenten billig drumherum gebaut. In dem Fall die 4070 Ti. Also das wäre das letzte Board, was ich mir holen würde. Wirklich. Immerhin schon der B760-Chipsatz. Sie hätten theoretisch auch noch B660 nehmen können. Aber immerhin ist das gegeben. Und das kostet 102,94 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 13400F. Der hat 10 Kerne, 6 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Threads, 12 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Für alle die, die es noch nicht wissen, Efficiency Kerne werden dazu benutzt, wenn ihr jetzt den PC für Office-Aufgaben oder so benutzt oder ein paar Videos guckt und so, dann schalten sich die Performance Kerne nicht mit dazu. Das passiert erst, wenn ihr dann zockt. Dann ist auch die Abwärme höher, dann ist der Stromverbrauch höher. Ansonsten für Multimedia-Anwendungen ist es ein sehr sparsamer Prozessor. Der hat eine TDP von 65 Watt bzw. 148 Watt Maximum Turbo Power. Also das ist dann halt der Fall, wenn die Performance-Kerne sich dazuschalten. Ansonsten pimmelt der dann bei 65 Watt rum, das ist okay. Und der unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS oder DDR4 3200 MTS. Könnt ihr auch schneller betreiben. Unter DDR5 ganz locker 6000 MTS und unter DDR4 auch 4000 MTS, wenn ihr das möchtet. Der Prozessor ist okay. Könnt ihr sogar mit Stream, wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt viele Zusatzprogramme beim Stream zum Beispiel benutzt. Also ihr habt ja erstmal OBS. Dann kommt vielleicht noch Spotify, Discord, euer Stream läuft noch im Hintergrund und so. Dann würde ich vielleicht einen stärkeren Prozessor nehmen. Rein zum Daddeln ist es völlig okay. Und der kostet 208,99 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 RAM, PC 3200 MTS, 2x8 GB. Und hier haben wir das gleiche Thema wie immer. Es könnte Corsair Vengeance sein, es könnte G-Skill Aegis sein oder Kingston Fury. Wir nehmen jetzt einfach mal den Worst Case, das ist nämlich der G-Skill Aegis. Ich hatte in der Vergangenheit 2 oder 3 Kits bestellt, die waren alle durchweg defekt. Werde ich nie wieder kaufen, diesen RAM. 3200 MTS ist halt die Spezifikation von Intel. 3600er hätte mir persönlich besser gefallen. 16 GB ist okay. Wenn ihr auf Zukunftssicherheit plädiert, dann geht mal so ein bisschen in Richtung 32 GB. Das wäre vielleicht wirklich besser, dass ihr euch das dann nachkonfiguriert. Ansonsten Dual-Channel und so, das ist schon soweit in Ordnung. Ist halt billiger RAM, ne? Und er kostet auch wahnsinnige 35,74 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, 12 GB beliebiger Hersteller. Wir nehmen jetzt in dem Fall eine KFA2, die könnte ja reinwandern. Es kann auch eine Gigabyte Asus MSI oder sonst was sein. Die tun sich aber alle nicht sonderlich viel. Halt designtechnisch und kühlungstechnisch sind die ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch OC-Varianten, die haben dann 3-4% mehr Leistung. Brauchen wir aber nicht drüber reden. Für WQAD Gaming ist das eine super Karte. Bei 4K müsst ihr ein bisschen drauf achten, welche Spiele wie viel Speicher Auslastung haben, weil 12 GB sind tatsächlich in 4K schnell voll. Müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ein bisschen Texturen runterdrehen, Schatten runterdrehen, vielleicht Raytracing deaktivieren, das müsst ihr selber wissen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Karte, habe ich auch schon selber getestet, kann man nicht meckern. Und die kostet 879 € bei notebooksbilliger.de. Enthalten ist hier auch noch Nvidia Redfall Byte Back Edition Bundle. Das scheint ein Spiel zu sein, ist bei AMD aber meistens auch so, dass sie irgendwelche Spiele noch mitliefern, einfach nur auch zum Testen natürlich und als kleinen Anreiz, dass ihr irgendwas von AMD oder eben Nvidia kauft. Das werde ich jetzt nicht extra berechnen. Das könnt ihr von mir aus hinterher noch mit reinpacken, wenn das Game jetzt 60 € oder so kostet. Ja, von mir aus rechnet es drauf. Ich lasse es weg. Die SSD ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Für den normalen Gamer reicht das. Es gibt bessere SSDs, ja, weiß ich. Es gibt welche mit TLC-Speicher, weil die hier hat jetzt QLC. Für den normalen Gamer ist es völlig wurscht. Für uns ist jetzt in dem Fall wichtig 1 TB. Kommt ihr damit klar? Okay, für mich wäre es ein bisschen wenig. Wenn ihr jetzt 2, 3 AAA-Titel habt, okay, könnt ihr mit leben, plus Betriebssystem und so. Solltet ihr aber mehrere Spiele installieren wollen, vielleicht auf 2 TB gehen. Und die kostet 45,89 € bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist ein Big Quiet Dark Rock Pro 4. Ja, guckt euch den Bomber mal an. Der hat eine TDP von 250 Watt. Das ist so ein Oschi auf dem kleinen 13400F. Ist viel zu viel. Ist verbranntes Geld. Ist natürlich nice to have, wenn ihr später mal aufrüsten wollt. Ihr wollt einen 13.6er oder 13.7er reinschmeißen. Beim 13.7er wird es eng, ja, keine Frage. 13.6er mit dem Luftkühler, super Sache. Dafür passt das Board aber wieder nicht. Ihr könnt den 13.6er auf das Board ruhig draufschmeißen, würde ich persönlich aber technisch gesehen nicht machen. Also das funktioniert, aber auf Dauer keine gute Idee. Was ich damit sagen will, der Kühler ist einfach viel zu fett für den Prozessor. Ist halt einfach so. Ist nice, dass er so viel kühlt. Ja, hätte man aber einfach einen günstigeren nehmen können, das System günstiger machen können, irgendeine Komponente verbessern können. Vielleicht das Netzteil, vielleicht den RAM, vielleicht das Mainboard. Aber so ist es jetzt leider. Und er kostet 75,95 € bei computeruniverse.net. Hier sieht man auch nochmal ganz schön, vorne keine Lüfter, oben keine Lüfter, hinten der eine, der mitgeliefert wird, unten sind auch keine da. Ist halt Airflow-technisch schwierig. Sehr wahrscheinlich nimmt es auch deswegen den fetten CPU-Kühler, damit er wenigstens einigermaßen cool bleibt.
Dann bekommen wir noch Windows 10 Pro 64-Bit mit dabei. Grundsätzlich Windows 10 für einen Prozessor mit Performance- und Efficiency-Kern keine so gute Idee. Windows 11 kommt besser mit diesen Kernen klar. Ihr könnt Windows 10 Pro aber auch einfach upgraden. Das ist okay. Also ihr habt sofort die Möglichkeit, auf Windows 11 zu gehen, könnt upgraden, dann ist okay. Und das kostet auch stolze 101 Euro bei Amazon. Security Norton 360 Gamers Edition ist einfach nur ein Antivirenschutzsystem für 90 Tage, danach kostet es Geld. Meist ist sofort runter, braucht ihr nicht. Wir haben Windows Defender mit bei Windows dabei, macht einen guten Job, passt. Ansonsten haben wir noch 36 Monate Garantie, das ist geil, ohne Aufpreis. Allerdings davon nur 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Ihr kriegt dann einfach ein Rücksendelabel in den ersten 6 Monaten, die Post kommt vorbei, holt es ab, macht einen Termin mit euch aus. Ansonsten kriegt ihr nach den 6 Monaten wirklich nur noch das Rücksendelabel und müsst das Ding dann selber zur Post bringen oder eurem Postboten in die Hand drücken, wenn irgendwas mit dem Teil ist. Ansonsten sind 3 Jahre Garantie, aber gut, kann man machen. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Ja, Geizhals hat ein bisschen das Design geändert, ist aber egal. Wir haben hier die Kingston SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.667,51 Euro. Das System soll kosten 1.699,90 Euro, runtergesetzt von knapp 1,9. 1,9 wäre zu viel gewesen, 1,7 jetzt knapp. Ist okay, kann man machen. Konfigurationstechnisch kann man das aber nicht machen. Das Board ist Mist, das Netzteil ist nicht das Beste. Beim RAM wissen wir nicht, was wir kriegen. Wir haben auch einen fetten Luftkühler, der überhaupt nicht zum Prozessor passt. Also vielleicht in dem Gehäuse schon, weil der Airflow eh nicht da ist. Es ist auch keine Wasserkühlung drin, wie es hier gezeigt wird oder so. Also ganz, ganz schwierig. Würde ich nicht machen. Ich habe mir mal ein Alternativsystem rausgesucht. Das Witzige ist, Hardware Deals hat tatsächlich einen in dieser Richtung. Der kostet auch das Gleiche. Es ist der gleiche Prozessor, ein angemessener Luftkühler für den Prozessor. Auch keine Wasserkühlung oder so, aber ein Luftkühler, der gut für diesen Prozessor geeignet ist, auch von der TDP-Angabe her. Wir haben schon ein B760 Gaming X Full ATX Mainboard. Nicht dieses kleine Micro ATX Scheißding, sondern eben das große davon. Auch eine 4070 Ti beliebiger Hersteller. Kingston 3600 MTS Fury Beast. Da wisst ihr, welchen RAM ihr kriegt. Ihr kriegt 400 MTS mehr und eben auch 16 GB. Würde ich euch auch empfehlen. Geht auf 32. Wirklich, ist zukunftssicherer. 1 TB Samsung PM9B1. Die ist ein bisschen schneller als die Kingston, ist aber relativ egal. Ja, sie hat auch TLC-Speicher. Sie ist qualitativ besser. Aber wie gesagt, für den normalen Gamer ist es völlig wurscht. Ihr bekommt ein 850 Watt Corsair AME-Netzteil 80 Plus Gold. Das ist wesentlich besser als das System Power. Und ein Lianli LanCool 2 Mesh RGB. Wie der Name schon sagt, man sieht es hier auch auf dem Bild, Mesh-Front. Da sind die Lüfter auch schon mit dabei, die ihr auf dem Bild seht. Also der Airflow ist auf jeden Fall gegeben in dem Fall. Schmeißen wir das bei Geizhals rein, haben wir hier die SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, CPU, Kühler, Gehäuse und Netzteil. Da landen wir bei 1666,22 und hier halt eben auch bei 1,7. Man muss fairerweise natürlich dazu sagen, dass hier Windows fehlt. Könnt ihr euch aber selber installieren mit einem USB-Stick oder ihr wählt es bei Dubaro aus. Ich kann gerade mal schauen, was das kostet. Wenn ihr euch das jetzt vorinstallieren lassen wollt ohne Lizenzschlüssel, kostet die ganze Nummer 30 Euro. Okay, kann man noch investieren, hat man Windows mit dabei, Lizenzkey kriegt ihr entweder bei meinem Partner oder irgendwo, was weiß ich, Amazon, eBay, wo ihr gerne kaufen wollt, wo es für euch am günstigsten ist. Wenn ihr das mit Key haben wollt, kostet die Nummer auch schon 100 Euro, ist aber immer noch weniger als jetzt Windows 10 bei Geizhals. Also das ist auf jeden Fall möglich und dann wäre es preislich halt immer noch in Ordnung. Das ist auf jeden Fall das wesentlich bessere System, allein schon wegen Gehäuse, Netzteil, Mainboard und beim RAM wisst ihr, was ihr bekommt und so weiter. Luftkühler ist besser, also was heißt besser? Er ist besser geeignet für den 13.4er als der Darkrock Pro 4. Den braucht man da einfach nicht. Also überlegt es euch. Das ist keine Abzocke, auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur schlecht konfiguriert. Da wäre mir das Dubaro-System von Hardware Deals lieber. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.